Ude Robert, Ude Mission Erde Community und Ude Schwäne, die gerade vorbeikommen. Dachte, ist doch der perfekte Moment, um jetzt mit meinem Bewerbungsvideo zu starten. Und zwar mein Bewerbungsvideo für das geniale Projekt Raptor, das du uns ermöglicht hast, Robert. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was ich tun könnte, wie ich es tun könnte, welche Projekte umsetzbar sind. Letztendlich kam Ideen zu haben, wie große Aufräumprojekte, Müllbeseitigung hier im Hühngürtel in Frankfurt. Relativ große Projekte, die vielleicht einmaligen Impact haben. Meine Idee, die sich dann aber daraus ergeben hat, sind Projekte vor der Haustür. Es beginnt mit dem einfachen Müllsammeln jeden Tag, aber es gibt so viele mehr Sachen, die man tun kann. Und diese Sachen möchte ich vorstellen, die will ich selbst vor allem auch kennenlernen. Es gibt viele Sachen, wo ich mich verbessern kann, wo wir uns alle, glaube ich, noch verbessern können. Und das müssen wir uns nicht nur bewusst werden, sondern vor allem, wir müssen lernen, was man alles tun kann. Und genau das möchte ich machen. Ich möchte auf eine Reise gehen und euch zu diese Reise mitnehmen. Ich möchte lernen, ich möchte Menschen treffen und Sachen tun, auf die ich bis jetzt noch nicht gekommen bin. Ich möchte euch zeigen, welche Vorbilder es gibt, welche Menschen tagtäglich wirklich etwas tun. Es kann anfangen auch mit der Bienen-AG in einer Schule, die kleinen Kindern bereits den Artenschutz näher bringt. Es gibt viele Sachen, die ich euch vorstellen möchte, die ich mir anschauen möchte und wie gesagt, die ich auch selbst noch kennenlernen möchte. Viele Sachen kenne ich noch nicht, aber es gibt so viel mehr zu entdecken. Es gibt so viele Sachen, die wir wirklich tun können und am Ende, nach den 4 Monaten, hoffe ich dadurch, eine bessere Zeit zu haben, bewusster, noch bewusster durch die Welt zu gehen und vor allem auch anderen Menschen, ich will nicht sagen, die Augen zu öffnen, aber zu zeigen, was wir tun können. Ich finde das, wir müssen den Menschen zeigen, was möglich ist, weil sonst kann man es nicht umsetzen. Ich danke dir, Robert, für diese unfassbare Möglichkeit, die du uns hier bietest. Mit dem Kamera-Equipment, glaube ich, kann man dieses Projekt sehr, sehr gut umsetzen, vor allem auch medienstark. Du hast eine unfassbare Community, die wir dadurch zeigen. Da war gerade ein Nutria. Hier sind ganz viele, schaut mal. Kommt der. Die werden hier leider auch die sind hier irgendwann eingewandert und werden hier zu Massen gefüttert und dadurch sehr handzahm, aber ja. Ich möchte euch mit auf diese unfassbare Reise nehmen und euch das zeigen. Und ich glaube, mit dem Equipment kann man das auch echt geil und schön umsetzen. Was mir immer wichtig ist, dass es auch vernünftig aussieht, dass es vernünftig ist. Und dadurch habe ich jetzt ja eine unfassbare Reichweite, um das umzusetzen. Ich wünsche den restlichen Bewerbern auch sehr, sehr viel Glück. Ihr habt geile Projekte. Ich habe mir schon ein paar gesehen. Das ist geil. Wir sollten alle unsere Projekte am besten auch ohne die Kamera durchziehen und Teil dazu beitragen, die Welt zu verbessern. Denn ich schließe jetzt am besten mit einem Zitat von den Ärzten. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Ciao.